Hi und Follow My Weekend. Wir essen Rührei mit Champignons und mal was ganz Neues für mich, Kakao. Mal sehen. Boah, der Tisch ist so demoliert, ich sehe das jetzt gerade hier. Der muss wieder neu gefärbt werden. So. Naja, und oh, das schmeckt so lecker, das hatte ich mir aus Gran Canaria mitgebracht. Das ist Feige mit Mandeln und ich liebe ja Feigenmarmelade, das ist... Ja, es ist, glaube ich, meine liebste Marmeladefeige. Und Mandeln, das ist super lecker. Und sobald einer aufsteht, passiert immer das. Peaches Lieblingsspielzeug. Seit gestern ist er nonstop am Spielen damit. Peach. Oh, hörst du die Katze? Wir gucken gerade. Der, wie heißt das? Der Katzenflüsterer. Oh. Zum Glück bist du keine aggressive Katze, die beißt. Aber bei Katzen wie Toni muss ich den Punkt finden, an dem Vertrauen sich aufbaut oder verschwindet. Den ganzen Tag kann er sich so allein beschäftigen. Guck mal, seine Wunde ist auch schon sehr schön verheilt. Da ist eigentlich nichts mehr, man sieht nur noch die rasierte Stelle. Da muss noch Haar drüber wachsen. Neues Home Update. Ich habe euch das letzte Mal ein bisschen gezeigt. Diesen Tisch haben wir jetzt schön in Pistazie gefärbt. Das sieht so wunderbar aus, finde ich, passt sehr gut zu. Auch dem Wandtuch und überhaupt diesen grauen, silbernen Akzenten. Und hier ist ja auch ein bisschen grün und so. Aber gut, das wird ja nicht immer so sein. Aber finde ich sehr schön. Und dann habe ich diese Dinger jetzt neu von Xenos. Die sind sehr, sehr günstig. Der kleine hat, glaube ich, 2,99 und der große 3,99 kostet. Moment, ich zeige euch mal ein bisschen besser. Und ich weiß nicht, was ich da reinmachen soll. Wir haben die zwar schon jetzt aufgehängt, aber keinen Plan. Also für Blogfotos ist es auch voll schön, habe ich mir gedacht. Aber gut, es soll ja nicht nur dafür sein, sondern sieht auch süß aus, wenn man einfach hier so. So. Aber irgendwas muss da rein, keine Ahnung. Mean Girls. Ich liebe diesen Film über alles. Ich kann auch immer wieder lachen. Ich kann auch Sachen schon mitreden. Das ist mein Lieblingspart. Don't judge a book by its cover. So sieht's aus. Kürbissuppe bereite ich vor. Hier habe ich schon mal den Butternut-Kürbis geschnitten in grobe Stücke. Kartoffel kommt rein, Karotte, Knoblauch, Zwiebeln, Ups und Gemüsebrühe. Da habe ich einfach Kürbiskerne geröstet, also in der Pfanne geröstet ohne Öl. Habe braunen Zucker dazu gegeben und zwar diesen hier. Das ist der leckerste, dieser Mascobado Vollrohrzucker. Habe so ein bisschen drauf gegeben und so ein Hauch Zimt noch mit rein. Ist übrigens auch ein super Tipp für einfach so zum Naschen. Total, total lecker. Sehr knusprig, guck. Mm. Ist lecker, diese so eine feine Zimtnote. Lecker. Und natürlich wieder dieses Gewürz. Es sieht auch alles immer schöner aus, wenn es drauf ist, finde ich. Aber ich mag auch diese leichte Schärfe. Ich habe so Augenringe, oder? Liegt aber auch daran, guck mal, seht ihr das hier? Oh mein Gott, das sieht gerade so krass aus, oder? Seht ihr? Ja, ihr seht das. Also ich sehe es im Bildschirm. Bam! Ich habe nämlich ultra schlecht geschlafen, weil ich habe gerade ein bisschen geheult wegen Rosins Restaurants. Ich muss mal heulen, wenn es dann am Ende klappt und so. Egal. Jedenfalls, ich habe voll schlecht geschlafen, weil so ein scheiß Vieh mich die ganze Nacht tyrannisiert hat. Und wie ihr seht, habe ich hier einen dicken Stich. Ich habe sogar auf meinem Augenlid einen dicken Stich. Man sieht es jetzt nicht so, weil ich geschminkt bin. Aber mein Auge ist so ein bisschen so unten nach unten. Es tut auch... Nee, es tut gar nicht mehr weh. Heute Morgen... Oh, weil ich geholt habe. Heute Morgen hat es voll weh getan noch, aber nee, tut nicht mehr so sehr weh. Und hier habe ich auch einen Stich. Ja, man sieht ihn auch. Und das war nämlich da der Punkt, da habe ich das gespürt mitten im Schlaf und habe dann so gemacht, hab das Tier erwischt sogar. Und dann hat es... Oh, das... Geräusch, ich vergesse es nie, es war so ekelhaft. Das war so, als hätte ich so eine Traube ausgequetscht. So voll eklig. Und ich dachte, weil manchmal passiert es ja, dass dann das Blut so läuft, also von dem Vieh, was dann zerplatzt und das Blut dann runterläuft. Ne? So ein Gefühl hatte ich, deswegen bin ich dann in der Nacht aufgestanden, habe es nochmal gewaschen und so, aber da war nichts. Aber ja, ich habe es dann wohl erwischt. Also ich hoffe, dass das nur ein Vieh war, aber es hat mich so demoliert. Late-Night-Einkauf in der Metro. Da ist denn schon Weihnachten.
Ich suche eigentlich Halloween-Zeug. Ups. So, aber schön, oh mein Gott. Oh, guck mal, hier so Kupferkram. Sweet. Oh, aber alles Weihnachten. Oh, ah doch, ich sehe schon da ein paar schwarze Sachen. Da. Oh nein, die verfolgen uns. Yeah. Oh, ich liebe es. Ich liebe schon wie diese ganze Kulisse. Schön. Oh, oh, das sieht voll. Oh, guck mal hier. Fast was, was sie machen wollen. Ups. Guck mal, das. Ich hab gesagt, dass uns sie helfen. Ja, scheiße. Wie süß. Ich brauch das, glaube ich. Oh, der. Oh, ich brauch den. Ich brauch das. Nein, das ist so süßer als so ein Geist. Obwohl ein Geist und ein Kürbis auch süß zusammen. So, das ist mein Freund. Und wir immer viel zu viel gekauft bei Metro. Und guck mal, so schön, oder? Musste sein. Und die neue Interview mit Lana drauf. Musste ich auch haben. Mal lesen nachher. Und yay! Und ich glaube, das war's dann auch schon. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ihr könnt jetzt noch die letzte Woche anschauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, ich verlinke euch auch noch andere Videos in der Infobox, falls ihr die nicht gesehen habt, meine letzten. Könnt ihr ja mal reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jenny ist wieder in Frankfurt. Wir frühstücken gerade zufällig entdeckt. Mola.